Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Bookbewohner. Hier ist euer Tastenhauer zurück in Hearts of Iron 4 wieder in der zweiten Folge dieser Staffel. Und ihr seht es schon, Chongqing, die Hauptstadt der Chinesen, wird hier unbewacht zurückgelassen. Naja, ob sie jetzt ganz unbewacht ist, wir müssen uns natürlich rollenspielerisch denken. Hier ist noch eine gewisse Garnison wahrscheinlich in der Stadt, aber die fällt minimal aus. Und alle benachbarten Truppen sind jetzt gleich in Kämpfe verwickelt. Sowohl diese halbe Division, die sich hier im Gebirge aufhält, als auch die Divisionen hier unten, die haben sich noch nicht in Bewegung gesetzt. Hier drüben greifen wir jetzt auch an, dass sich hier niemand rausbewegt. Und ja, generell, hier oben könnte sich noch eine strategische Verlegung anbahnen. Ich hoffe aber, dass wir die, wenn wir hier durchstoßen, auch noch verhindert bekommen. Und dann könnte es für den Feind extrem schwierig werden, innerhalb der 9 Tage, die diese Flussüberquerung hier leider dauern wird, fast 10 Tage sogar. Vielleicht bekommen wir es hin, aber ich sag's euch gleich, ich glaube da nicht so richtig dran. Ich bin bei sowas immer Pessimist. Aber den Versuch, den konnte ich mir nicht entgehen lassen, hier ganz sneaky in die Hauptstadt einzudringen und diesen Krieg so früh wie möglich zu beenden. Das entspricht natürlich auch jetzt hier unserem Duktus sozusagen, wie wir hier vorgehen wollen. Von daher machen wir heute weiter mit relativ sinnvoller Gestaltung, indem wir hier mehr Zeit vergehen lassen. Und hier die Tage vergehen lassen. So, der Angriff startet. Die werden also auch jetzt blockiert sein. Die sind es sowieso. Hier wird es nicht lange zum Kampf kommen können, weil natürlich diese eine kleine Division hier nicht lange angreifen kann im Gebirge gegen bei 40% gegen diese sehr stark verteidigenden Truppen Chinas. So, hier ist leider jetzt schon jemand besiegt worden. Das können wir jetzt aber leider auch nicht verhindern. Ja, da müssen wir jetzt mit leben. Was wir aber machen können, wir könnten... Wir könnten... Was könnten wir denn? Wir könnten... Ja, ich würde gerne hier in Sun Yi angreifen, aber ich bekomme jetzt natürlich hier keinen dritten Angriffsvektor von da oben mehr hin, weil ich hier nicht genug Truppen stehen habe. Das ist natürlich ungünstig. Wie wäre es, wenn wir eine strategische Verlegung von hier oben machen würden? Ganz, ganz schnell hier rein verlegen, um von hier oben mit angreifen zu können, so schnell es geht. Wird trotzdem noch dauern, aber solange können wir den Gegner schon mal im Hügelbereich angreifen. Wir können natürlich auch warten. Ah, seht ihr hier. Und da steht natürlich jetzt hier eine Division, die aber mit schwacher Organisation hier ist. Ich glaube, die wurde gerade aufgestellt. Kann das sein, dass der Feind hier in der Hauptstadt immer wieder Leute aufstellt? Ich glaube ja. Egal, wir bleiben jetzt erstmal beim Angriff. Dumm nur, wenn hier mehrere Divisionen auftauchen würden. Das wäre schlecht. Und unsere Divisionen hier mit den Panzern haben den Vorstoß in der Waldprovinz geschafft. Allerdings stehen sie weiteren Gegenangriffen jetzt zunächst mal gegenüber, die wir abwehren müssen. Ja, entwickelt sich natürlich nicht so, wie wir das wünschen. Das konnten wir uns aber fast schon denken. Jetzt haben wir hier natürlich auch eine Eroberung geschafft. Die Frage ist natürlich, wohin als nächstes, liebe Leute? Da würde ich schon fast sagen und vorschlagen, dass wir ja schon hier weiter reindrücken, damit wir auf Sun Yi weitere Angriffsvektoren bekommen. Wir werden also hier einen weiteren Vektor zum Angriff eröffnen. Das erhöht die Breite auf 80. Ja, genau, das werden wir machen. Das ist natürlich immer blöd mit den Brückenangriffen hier, aber da können wir jetzt nichts dran machen. Das ist, wie es ist. Der marschiert hier rüber. Das soll aber eigentlich alles so weitergehen. Das ist erstmal okay. Oh, 50% Angriffsstärke hier. Der Gegner verteidigt sich hier relativ schwach. Aber die dritte Division hier, die ist eigentlich hier auch falsch aufgehoben. Dann soll die jetzt hier diese Division ersetzen. Bewegt sich schon mal hier hin. Okay, hier wird auch gleich der Sieg vollzogen werden. Genau, in Xi'an, das haben wir jetzt auch erobert. Wieder einen Siegpunkt mehr. Was natürlich eine gute Sache ist. Und ja, jetzt müssten wir natürlich gucken, dass wir hier weiter angreifen, ne? Ja, ich denke auch, wir werden das tun. Angriff, 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 Angriff. So viel wie möglich ist.
um die Truppen hier jetzt irgendwie in den Norden herein wieder zu kesseln und abzuschneiden. Das wäre schon sehr, sehr sinnvoll. Und wir sehen hier, ja, die Organisation geht runter vom Feind. Wir kämpfen zwar nur mit 2/3 Stärke, aber wir machen das eigentlich ziemlich gut. Dafür, dass wir hier über einen großen Fluss kämpfen und ins Stadtgelände hinein, könnte das reichen, wenn hier es bei der einen Einheit bleibt. Ich glaube zwar nicht, dass das klappt, aber wie gesagt, probieren geht über studieren manchmal. Das ist schon eine wichtige Geschichte hier. So, den Angriff hier müssen wir bald abbrechen. Das ist hier zu kostspielig. Dementsprechend lassen wir das sein. Wiederholen aber den Angriff mit einer solchen Einheit und tauschen die hier einfach aus, würde ich sagen. Oder? Nee, lass die mal stehen hier für einen Tag. Wenn sich hier keine Einheit rausbewegt, ist es ja auch erstmal okay. Allerdings bewegt sich jetzt hier eine Einheit weg. Dann muss ich eben hier schon mal mit einem Angriff starten, dass die hier aufgehalten werden. Und das Ganze werden wir auch hier unterstützen. Dann haben wir 80 Breite auf 120. Und können die hier auch noch mit dazu nehmen. Sollen die den Angriff schon mal starten? Warum nicht? Wir brauchen jetzt jedes bisschen Zeit, das wir kriegen. So, der Angriff hier sieht auch gut aus, solange hier keine Truppe rüberkommt. Hier sind auch die Sowjets übrigens noch mit ihrer einen Gebirgsdivision. Man könnte jetzt hier einen Proforma-Angriff starten über den Fluss, um zu verhindern, dass diese Einheit sich daraus bewegt. Das werde ich jetzt auch mal machen. Wir nutzen jetzt hier jede Gelegenheit aus, dem Gegner an solchen Bewegungen zu hindern. Und dann schauen wir mal, wie es hier sich am 14. August entwickelt. So, jetzt ist der 15. August. Wir sehen auch hier, ja, die Organisation nimmt ab beim Gegner. Bei uns vermutlich auch ein bisschen, aber wir haben noch viel Reserven. Und der Gegner eben nicht. Von daher könnte das hier erfolgreich sein. Mit ein bisschen Glück und wenn der Gegner nicht mehrere andere Divisionen hier reinsetzen darf. Ob das gelingt, ist natürlich, ja, eine schwierige Frage, die wir noch nicht beantworten können. Die Frage hier oben ist jetzt, sollen wir weiter vorrücken? In den Bereich der Ebenen vor dem Fluss hinein. Und ich würde tatsächlich sagen, dass wir das tun sollten. Ja, das Problem ist natürlich, dass diese Einheiten dann näher in ihrer Flucht an Chongqing heranrücken. Aber sie sind immer noch eine Provinz entfernt und sind natürlich erstmal außer Gefecht. Von daher würde ich sagen, Angriff mit den Panzern, das ist eine 30er Breite. Und dann mit denen hier und mit einer solchen Division greifen wir an. Und dann würde ich sagen, sorgen wir auch dafür, dass wir einen zweiten Angriffsvektor von hier drüben erhalten. Mit dieser Einheit noch. Das machen wir auf jeden Fall auch. Und die Einheit lassen wir dann auch nochmal hier angreifen, aus langem Weg heraus hier hochmarschieren. Das ist durchaus eine kluge Alternative, würde ich sagen. Ja, die Einheit hier wird hier sich auch nicht halten können. Eigentlich müssten wir, wenn wir klug wären, hier den Angriff zumindest mit der Garnison abbrechen. Ich sträube mich immer ein bisschen, die Marineinfanteristen hier abzuziehen, weil das sind ja nun mal die Flussüberquerungsspezialisten. Warum sollte man die abziehen? Ergibt hier nicht sonderlich viel Sinn, aber die Unterstützung dieser Garnisonseinheit, die können wir uns hier, glaube ich, jetzt sparen. Dann dauert das hier auch noch mal ein bisschen länger. Die Einheiten hier haben auch gut Organisationsverlust jetzt. Aber sie halten diese 4 Divisionen hier oben im Gebirge fest. Das ist sehr, sehr wichtig, sogar essentiell für unseren Erfolg in Chongqing. Oder Chongqing, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird, vermutlich. Anders, als ich das tue. Aber so ist das eben. So, liebe Leute, 78 von 80, das ist maximal, was wir erreichen können derzeit, ohne Malus. Hier oben, der Kampf entwickelt sich natürlich auch vorteilhaft. Wir halten hier die Truppen nach wie vor fest. Auch diese Truppen hier nach wie vor halten lange durch. Das finde ich gut, denn das sorgt dafür, dass wir hier wirklich den Feind mit 7 Divisionen hier oben sogar festhalten können. Eine sehr gute Sache. Die Einheit hier wird natürlich jetzt nicht lange erfolgreich sein, denn der Gegner hat einen riesen Verteidigungswert. Ich gehe mal hier auf den 16. Da sehen wir schon, wie schnell das runtergeht und wie viel Verluste wir hier erhalten. Das ist wirklich nicht von schlechten Eltern hier. Von daher werden wir diesen Angriff nicht lange führen können. Und jetzt haben die hier auch noch Verstärkung erhalten.
Ne, dann breche ich den Angriff jetzt hier ab. Sollen die sich doch verstärken, bevor ich jetzt hier riesige Verluste hinnehme. Das werde ich nicht machen lassen. Zumal wir hier im Gegenangriff jetzt feststecken. Aus der Provinz, wo sie schon angegriffen werden. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Sie machen beides gleichzeitig ohne Malus. Sehr eigenartig. Aber, nun gut, so ist es eben. So, ihr könntet jetzt aber hier nochmal den Angriff unterstützen. Dann müsstet ihr das nicht mehr tun. Ihr könnt dann einfach reinziehen. Hier haben wir schon fast einen Sieg errungen. Das ist sehr gut. Chongqing nach wie vor, da sieht es immer noch gut aus. Nach und nach wird die Organisation des Feindes runtergesetzt. Sehr, sehr gut. Hier wird es erstmal zu keiner Entscheidung kommen, hier im Gebirge. Nee, es ist nur ein Hügel. Na, da können wir sogar erfolgreich sein auf Dauer. Sehr schön, sehr, sehr schön, liebe Leute. Sieht gut aus. Weiter geht's. 16. August inzwischen. Und wir arbeiten uns zum 17. August vor. Und es gibt eine kommunistische Gefahr. Das wird jetzt immer wieder auftauchen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, warum. Habe ich da jetzt was automatisch gemacht, oder? So, das ist, wenn wir die Ereignisse und Entscheidungen eingegliedert lassen. Eine Reihe von Razzien gegen bekannte kommunistische Verstecke hat wenig Neues über das Ausmaß der kommunistischen Infiltration zutage gefördert. Intensive Verhöre der verhafteten Kommunisten brachten keine neuen Erkenntnisse. Es scheint, als habe unser Nachrichtendienst das Problem gut im Griff. Wir sollten die paar Zellen, von denen wir wissen, auslöschen. Was bedeutet das jetzt hier? Das gab es ja auch schon vor dem letzten DLC. Also was passiert hier, wenn ich das mache? Das sagt mir das Spiel nie. Das finde ich sehr eigenartig. Wir können einfach klicken jetzt, aber im Prinzip ist das jetzt folgenlos geblieben. Bin mir nicht sicher, was die Idee der Game Designer hinter diesem Feature ist. Ist das einfach nur Fluff und Flavor? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was genau es sein soll. So, wir schicken auch euch hier noch hin. Und ich würde sagen, euch schicken wir sogar gemeinsam hier rein, dass wir hier vorrücken. Die fliehen hier, das ist gut. Oha, 6 Divisionen stehen jetzt hier, das wird schwer. Aber, mein Gott, über dem Fluss werden wir hier sogar angegriffen, mit von der Sowjeteinheit. Da die natürlich jetzt angeschlagen sind, ist das nicht ohne. Dann ziehe ich tatsächlich diese Einheit hier oben rein, dass die hier mit verteidigt. Das wäre mir jetzt doch wichtig, denn mit den Sowjets ist nicht zu spaßen, das wissen wir. Okay, das hier sieht schon mal ganz gut aus. Alles klar, dann lasst uns mal weiterschauen. Ja, Organisation auf 17 runter, aber es dauert. Es dauert noch viele, viele Tage. Dagegen können wir auch erstmal nichts weiter tun. So, hier kann erstmal nichts hinzugefügt werden bei der Verteidigung. Das ist okay. Der Angriff läuft auch nach wie vor. Hier ein sinnloser Gegenangriff, der aber natürlich dafür sorgt, dass unsere Truppen, glaube ich, hier nicht weiter marschieren, oder? Doch, die tun es trotzdem. Manchmal ist das ein bisschen komisch, warum manche Einheiten hier angegriffen werden können und manche nicht. Die Regeln habe ich dahinter irgendwie auch noch nicht geblickt. Aber gut, wir haben die Provinz dann bald eingenommen. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Sorgt für einen großen Erfolgsfaktor. Und hier sind die Brückenkämpfe immer noch Standard. Leider. Leider können wir dagegen nichts machen, liebe Leute. Hier oben sieht es jetzt auch immer besser aus. Hier oben reiben sich die Truppen immer noch auf, aber das ist ganz okay. Es sind auch nur noch 5 hier. Ich weiß gar nicht, ob hier irgendwelche geflohen sind, offenbar. Interessant. So, den Angriff sollten wir hier aber gut verteidigen können. Schauen wir mal. Gehen wir mal ein bisschen weiter. In der Zeit. Jetzt ist hier allerdings die Brücke stürmen gekontert worden durch Brücke verteidigen. Deswegen kommen wir gerade hier überhaupt nicht voran. Deswegen hat das hier die Farbe rot angenommen. So, wir sind in der nächsten Provinz. Wir werden direkt wieder angegriffen. Das ist aber nicht schlimm, denn keine Einheit bewegt sich in Richtung Hauptstadt. Das finde ich gut. Das lassen wir dann mal so. Das ist wirklich auch so, wie ich das sehen möchte. Hier will allerdings wieder eine Einheit abhauen.
Da werde ich jetzt also wieder in einen Gegenangriff gehen, auf jeden Fall. Hier sind schon zwei Einheiten auf dem Rückzug nach West-Nordwest. Auch das nicht optimal wegen Chongqing, aber muss sein, damit wir die Gegner hier beschäftigen, so lange wie es geht. Und ich würde mal sagen, es wäre sinnvoll, diese Einheit jetzt auch auf Chongqing anzusetzen. Das ist eigentlich nicht anders machbar. Machen wir das mal. So, die beiden sind jetzt hier übrig. Die sind eigentlich in der Lage, hiermit zu unterstützen, dass das hier ein bisschen rausgezögert wird, bevor jetzt hier unsere Einheiten hier weggerieben werden im Gebirgsangriff über einen großen Fluss. Dann können auch die dort noch länger durchhalten. Das ist teilweise jetzt sehr verlustreich, aber es muss eben so sein. Anders lässt es sich nicht machen. Okay, 19. August, weiter geht's. Jetzt natürlich mit höherer Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner einknickt hier. Die Organisation geht auch schneller runter, sehr gut. Das könnte klappen mit ein bisschen Glück. Wir haben jetzt den 21. August und der Gegner ist auf 14,6 runter. Aber erstmal überschlagen sich Ereignisse. Was ist passiert, liebe Leute? Albanien ist nun in jugoslawischer Hand. Oha! Es bedeutet also, ja, Albanien wurde hier erobert. Tirana erobert durch Jugoslawien. Also Italien macht hier wieder eine, macht hier eine ganz schlechte Performance. Aber im Norden, da kommen jetzt die Deutschen, glaube ich, ins Spiel. Belgrad ist kurz vor der Eroberung möglicherweise und Novi Sad hier oben auch. Mit 3 Punkten und 15 Punkten des Punktestands. Also das wird hier noch sehr interessant. Und auch Litauen steht hier kurz vor der Kapitulation, glaube ich. Oha, es bleibt spannend in Europa. Während wir hier, ja, auch dramaturgisch hier wirklich kurz vor dem Ende unseres Feldzugs möglicherweise stehen. Wenn alles so läuft, wie von mir geplant und gewünscht. Aber wir rücken auch erstmal in anderen Provinzen jetzt hier weiter vor. Hier wird schon versucht, eine Einheit nach Norden zu verlegen. Das finde ich jetzt nicht okay. Allerdings können wir da noch nicht angreifen, weil wir hier erstmal in der Verteidigung gezwungen sind. Also auch der Gegner macht das hier sehr, sehr, sehr klug. Wird sogar von zwei Seiten angegriffen. Die 21. und 96. hier. Also die 21. ist die hier, aber wo ist die 96.? Hier drüben wahrscheinlich, ne? Na gut, dann lasst uns mal hierhin marschieren. Verteidigung weiter verstärken, wenn es nötig sein muss. Die Einheiten hier, ja, wenn wir die jetzt angreifen, dann sind die natürlich direkt neben der Hauptstadt hier am Rückziehen. Ich weiß nicht. Eigentlich müssten wir es tun. Ja, los, lasst uns nachsetzen. Das hat ja keinen Zweck, jetzt hier die Offensive abzubrechen. Mit den Panzern hier rein, da sollten wir mit den beiden kurzen Prozess machen. Und ich denke, dass wir dann auch mit denen hier angreifen. Die marschieren schon mal hinterher. Auch das sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Solange die beschäftigt sind, brauchen wir diese Einheit hier nicht mehr. Die kann auch nachrücken. Hier oben, ja, bleiben wir aktiv. Haben jetzt hier auch zu Ende verteidigt. Da will ich eigentlich diese beiden Einheiten auch schon mal hier ranziehen. Alles jetzt in Richtung Chongqing. Es ist jetzt hier wirklich, also es liegt quasi die Münze direkt auf der Kante. Ob wir es schaffen, ich weiß es nicht, aber es sieht nicht schlecht aus. Also das hätte ich so nicht erwartet, dass wir hier so eine Chance bekommen, Chongqing relativ leicht möglicherweise nehmen zu dürfen. Von daher schauen wir mal, ob uns das letztlich hier endgültig gelingt. Weiter geht's. 22. August und Litauen hat schließlich dann jetzt auch kapituliert, wie wir das eben gesehen haben. Das sind unsichere Zeiten und die Deutschen werden sich jetzt mit aller Kraft nach Süden hier fokussieren. Und hier versuchen alle möglichen Divisionen jetzt hier Richtung Chongqing zu verlegen. Können das, glaube ich, nicht direkt von der Provinz aus machen. Und deswegen ist es jetzt an uns nachzusetzen, um hier einen Rückzug zu verhindern. Das ist, glaube ich, eine Hügelprovinz, ne? Ja, lasst uns hier ruhig mit beiden angreifen. Lasst uns hier jetzt in die volle Offensive gehen. Oh, die Einheiten hier haben auch stark gelitten. Die Gegner kämpfen hier gut. Das ist nicht besonders schön. Hier müssen wir auch aufpassen, aber noch geht es hier.
Der Angriff hier ist auch nicht besonders toll. Mit 67% leiden jetzt hier auch die Division, die 9. Aber es muss sein. Für die Eroberung Chongqing müssen wir jetzt hier für jedes Opfer bereit sein. Die beiden sind auch schon hier am Fliehen. Das geht jetzt hier richtig schnell. Dann können wir hier auch wieder vorrücken. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Gut, weiter geht's. Auf den 23. August. Und auch dem 24. So, wir werden jetzt hier angegriffen. Gegenangriff von dort. Das ist natürlich in Ordnung und auch irgendwo ein Stück weit erwartbar gewesen, dass hier diese Yunnan-Truppen mit angreifen. Ja, jetzt haben wir hier natürlich eine zweite Division und auch die, wie die hier reingekommen ist, ich habe keine Ahnung, wo die jetzt hergekommen ist. Ich weiß es nicht. Es ist ärgerlich, weil wir dadurch natürlich hier jetzt extrem viel Zeit hergeschenkt haben. Aber so ist es eben. So, ihr könnt weitergehen und ihr werdet dann gleich hierhin angreifen. Und ihr fangt auch schon mal damit an, dass hier dieser Angriff unterbrochen wird, so gut es geht. In Ordnung. Ja, das wird jetzt alles spitz auf Knopf hier mit den Einheiten. Die haben doch jetzt hohe Verluste erlitten. Aber wie gesagt, es lässt sich nicht verhindern. Weiter geht's. Es bleibt spannend, liebe Leute. Chongqing's Eroberung rückt jetzt hier in weite Ferne. Die eine Einheit wird wohl so schnell nicht zu besiegen sein. Sehr, sehr ärgerlich, dass hier nichts Besseres gelingt. Jetzt können wir nur darauf hoffen, mit diesen Truppen schnell hier reinzurücken, um einen nächsten Angriffsvektor vom Land aus zu bekommen, von Norden aus. Die Einheiten hier ziehen sich auch alle schon zurück. Das sieht sehr gut aus. Dann kommen wir hier schnell auch von Süden voran. Vielleicht kriegen wir auch die Provinz sehr einfach. Mal gucken, ob uns das gelingt. Auch mit denen marschieren wir jetzt voraus. Und die kämpfen auch hier weiter. Wir gehen jetzt hier, ja, mit denen nach da bitte weiter voran. Die fliehen auch, ja. Oh mein Gott, die sind total am Ende hier. Die müssen eigentlich den Angriff jederzeit abbrechen hier. Ja, los, lasst es uns unterbrechen. Das ist jetzt hier zu kostspielig. Egal, wie viel Zeit wir jetzt hier noch verplempern, aber wir haben erstmal. Oh, die Guangxi-Clique macht sogar weiter mit dem Angriff. Sehr gut, dann sollen die halt alleine gucken. Wir können uns erholen in der Zeit. Das soll mir auch recht sein. Der Gegenangriff hier wird bald abgedroschen und dann können wir hier auch relativ schnell einmarschieren mit Panzern und mit Infanterie. Das sieht sehr, sehr gut aus. Die verlegen nach da. Das ist aber für mich kein Problem. Das finde ich sogar ganz praktisch. Weitere Truppen, die nichts mit Chongqing hier zu tun kriegen. Gut, weiter geht's. 25. August. Oh Mann, ist das spannend, liebe Leute. 26. August. Und jetzt sind hier drei Divisionen, die aber alle mit starkem Verschleiß unterwegs sind. Aber wir haben hier noch diesen Restangriff, der aber jetzt auch abgeschlossen ist um 10 Uhr. Und jetzt kommt es eben drauf an. Diese Einheit will jetzt hier nach Norden verlegen. Kommt in einem Tag und 17 Stunden an. Wenn ich jetzt hier die Panzer reinschicke, haben die eine viel längere Dauer der Reise. Das heißt, ich werde mit allen Einheiten, die ich hier habe, direkt in den Angriff gehen. Wir wollen jetzt hier die Truppen besiegen, sodass die hier nicht Chongqing weiter verstärken können. Das ist erstmal das nächste Ziel. Die Einheit rückt auch nach. Die Einheit rückt hierhin nach und danach bitte hierhin nach. Das ist alles soweit, denke ich mal, in Ordnung. Hier sieht es auch sehr gut aus. 90 gegen 20. Die Luftunterstützung ist natürlich nach wie vor hier dauerhaft am Arbeiten, so gut sie eben kann. Mehr geht hier auch gar nicht derzeit. Wir haben ja das Maximum an Flugzeugen ja reingebracht. Und wir haben immerhin Sun Yi jetzt erobert mit 3 Punkten. Also siegpunktemäßig sollten wir das jetzt mit der Eroberung von Chongqing auf jeden Fall geschafft haben. Aber wir müssen dafür Chongqing erstmal erobern. Das wird schwer genug. Vor allen Dingen, wenn die Brückestürmen wieder gekontert wird. Schauen wir mal. Es bleibt einfach super spannend, liebe Leute. Wir lassen wieder ein bisschen Zeit vergehen. Der Angriff hier startet. Wird natürlich jetzt hier schwierig durchzuführen. Aber wenn die Einheit rausgeht, dann wird es wieder eine ganze Ecke einfacher. 63 von 18. Ja los, weiter geht's. Angriff, Angriff, Angriff hier. Kein Stoppen mehr. Alle Truppen werden jetzt hier bei der Flussüberquerung eingesetzt. Chongqing muss fallen, egal wie.
Oh Mann, das ist ja wirklich ein super spannender Verlauf. Hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte gedacht, wir grinden uns jetzt hier rund um Chongqing erstmal ab an den ganzen Truppen. Aber es hat sich hier doch anders gestaltet, muss ich sagen. Sehr spannend. Eine neue Zeitung ist erschienen. Männer gesucht. Elfenbeinpreis schnellt in die Höhe. In Kerguelen. Albanien ist in jugoslawischer Hand. Das wissen wir schon. Wettervorhersage. Na gut, nichts Spannendes. Und eine Division kann zugewiesen werden zur Garnisonsarmee. Und ich finde, die könnten eigentlich erstmal ausgebildet werden. Eigentlich können wir das für... Achso, das machen jetzt aber alle, ne? Die ganze Armee unternimmt dann eine Übung. Das will ich natürlich nicht. Eigentlich bräuchten wir eine zweite Garnisonsarmee. Weil ich will nicht, dass diese Truppen hier auf einmal anfangen, irgendwelche Übungen zu vollziehen. Ich glaube, da mache ich jetzt mal eine separate Armee. Und all diese Einheiten hier stecke ich jetzt hier rein. Die kriegen jetzt einfach einen Kommandeur, der relativ wenig können muss. Der kann auch meinetwegen für Verteidigung gut sein. So ein flexibler Stratege ist genau richtig, so finde ich. Und der kann jetzt hier eben ein bisschen in die Ausbildung investieren, dass die hier ohne Negativmodifikator nachher eingesetzt werden können. Etwas Ähnliches könnte man mit Teilen dieser Armeen hier noch machen, die jetzt hier neu aufgestellt sind. Vielleicht sollten wir das sogar tun, dass die wenigstens ausgebildet sind. Das ist ja nun wirklich das Mindeste, finde ich. Aber dafür muss ich diese Einheiten alle mal umgruppieren. Das hätte ich auch schon längst tun können. So, das ist schon mal die Armee hier. Und die Einheiten hier nehme ich dann auch noch. Die Unausgebildeten sollen das auch machen, bitte. Hier. So, ihr bekommt jetzt auch irgendeinen zugewiesen. Was haben wir denn hier? Für einen Einser hier, den Verteidiger nehme ich wieder hier, das ist am besten. Und der wird erstmal ausbilden gehen. Gut, kostet glaube ich ein bisschen Infanterieausrüstung, aber das macht jetzt den Braten, glaube ich, am Ende auch nicht mehr fett. Gut, so, der wird auch angegriffen, da logischerweise immer noch. Hier wird wieder ein Gegenangriff gestartet, ach man, das ist aber auch diese blöden Sowjets hier. Aber das muss mir jetzt auch wirklich egal sein. Wurst, es geht um Chongqing, wir dürfen uns auch nicht ablenken lassen davon. So, hier ist schon eine Einheit aus dem Kampf raus. Sehr gut, die flieht auch nach Nordwesten, nach Chengdu und nicht nach Chongqing. Das ist sehr, sehr gut. So, 30. August, 10 Uhr, liebe Leute. Aber der Angriff ist immer noch von drei Divisionen hier bestimmt, leider. Und hier sind immer noch die beiden, die sich hier super halten dürfen. Es ist einfach schwierig, den Gegner hier komplett zu besiegen. Die Truppen hier sind so langsam auch am Ende ihrer Kräfte angekommen. Wir sehen schon, eine ist schon raus. Die müssen wir nachher wieder einsetzen. Aber wir können die Truppen hier nicht ewig halten im Angriff. Das ist im Gebirge über einem Fluss halt doch schwierig. Naja. Hier oben gab es jetzt aber einen Sieg. Hier wird bald einmarschiert. Das ist gut. Denn dann können wir diese Truppen auch wieder hier reinmarschieren lassen. Alles hier in Richtung Chongqing. Liebe Leute, und damit beende ich die heutige Folge. Wieder ein bisschen länger geworden, wie ich eigentlich wünsche, aber so ist es eben. Dafür haben wir jetzt aber auch das Ende des Monats erreicht. Es bleibt super spannend. Chongqing ist nicht leicht zu nehmen, aber wir versuchen wirklich das Maximum. Wir holen alles aus den Truppen raus und ich glaube auch unsere Verluststatistik spricht inzwischen da auch ein paar Bände. Wir sehen Verschleiß. Im letzten Monat können wir mal gucken hier. Letzten Monat bitte nur. Ja, da sehen wir schon einiges an Truppenverschleiß. Das war schon mal weniger. Aber gut, so ist das eben. Wir müssen da durch, denn wir wollen natürlich hier, wie gesagt, den Sieg so schnell wie möglich erringen. Aber ihr seht auch, das zieht sich in den Herbst hinein. Wir können es nicht ändern, denn diese Provinz fällt nicht so leicht. Die ist einfach ganz schwierig zu nehmen. Aber es bleibt spannend, liebe Leute. Ich hoffe, ihr findet das genauso spannend wie ich und bleibt dran bis zur nächsten Folge in dieser Staffel, wo wir hoffentlich endlich den Durchbruch schaffen. Also bis dahin, macht's gut, euer Tastenhauer sagt ciao, ciao.